Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Wie sich der ein oder andere eventuell noch erinnern kann, habe ich vor wenigen Wochen ein Format ins Leben gerufen namens die absurdesten Pokédex-Einträge. Im ersten Video waren die Pokémon der ersten Generation dran, dieses Mal ist es die zweite Generation. Viel Spaß also mit den absurdesten Pokédex-Einträgen der Pokémon aus der zweiten Generation. Was für ein viel zu übertrieben langer Name. Und wie ihr das von mir immer so gewohnt seid, angefangen wird wie immer direkt am Anfang. Und ich muss ja ehrlich zugeben, mein absoluter Lieblingsstarter aus der zweiten Generation ist Feurigel. Nicht nur, dass das Pokémon absolut niedlich ist, ich liebe auch Tornuptu einfach. Und das war auch mein erstes Pokémon, das ich, glaube ich, auf Level 100 trainiert habe. Aber wen ich fast genauso gemocht habe, war Impagator. Einfach, weil dieses Viech unfassbar episch aussah und mordsstark gewesen ist. Und ich habe mehrere Male einen Impagator besessen. Und ich weiß, wie es aussieht. Weswegen mich sein Pokédex-Eintrag aus der goldenen Edition ein bisschen verwirrt hat. Dort steht nämlich, aufgrund seines Gewichts verlässt es das Wasser nur selten. Also geht es auf allen Vieren. Und ich habe gegoogelt. Ich habe recherchiert. Ich habe mir Folgen aus dem Anime angesehen, in dem Impagator vorkam. Und nein, nicht eine Szene, in dem es auf allen Vieren geht. Warum müsst ihr lügen, Nintendo? Ich meine, gut, an und für sich würde das Sinn machen. Ich meine, es ist ein großes Tier, es lebt eigentlich im Wasser und die Schwerkraft ist natürlich an Land viel stärker. Deswegen würde es Sinn machen, wenn es auf allen Vieren geht. Aber wieso behauptet man etwas und setzt es dann aber nicht um? Genau wie bei Despotter. Goldene Edition. Sein Körper ist gegen Attacken immun. Nein, ist es nicht. Gut. Despotter ist ein unglaublich geiles Teil, hat eine unfassbare Verteidigung, hat eine unfassbare Kraft. Aber wieso behauptet ihr, dass sein Körper gegen Attacken immun ist und setzt es nicht um im Spiel? Ich meine, würde dieser Pokédex-Eintrag im Anime vorkommen, okay, da könnte man das gegebenenfalls noch umsetzen. Despotter, das große, unzerstörbare, motherfucking OP-Viech, das unzerstörbar ist. Aber ihr behauptet es im Spiel. Und im Spiel ist es nicht gegen Attacken immun. Aber Despotter ist nicht der einzige aus seiner Familie mit einem absurden Pokédex-Eintrag. Nein, nein. Bei seiner Vorentwicklung Pupita hat Nintendo nämlich tief in den Unrealistigkeitssack gegriffen. Grüße an Klevinova. Zitat, goldene Edition. Setzt es Fuchtler ein, kann es einen Berg umstürzen. Ja, klar. Fassen wir kurz zusammen. Pupita, ein Pokémon von 1,20 Meter, Arme und Beine versteckt hinter einem stahlharten Panzer, ist in der Tat in der Lage, sich fortzubewegen, natürlich. Aber einen verfickten Berg umzustürzen, ganz sicher nicht. Leute, wie stellt ihr euch das denn bitte vor? Wie soll das überhaupt aussehen, einen Berg umzustürzen? Das ist ein riesengroßer Haufen von Stein und... So, und da soll so ein 1,20-Viech mit seinen 150 Kilo, okay, was ausrichten können gegen? Einen Berg umstürzen, wie ist das physikalisch überhaupt möglich? Aber gut, mit Physik habt ihr es ja eh nicht so, hatten wir in der letzten Ausgabe ja schon. Und wie soll das Ding überhaupt großartig flexibel Fuchtler einsetzen können? Natürlich kann es bestimmt Fuchtler einsetzen irgendwie, es hat ja Arme und Beine, aber versteckt hinter dem Panzer und... kann es auch nicht rausbewegen oder so. Also muss es irgendwie so schattenboxmäßig so tun, als könnte es sich irgendwie großartig bewegen. Das ist Quatsch. Welches Pokémon hingegen alles andere als bewegungseingeschränkt ist, ist Capoeira. Ja, Capoeira. Fand ich immer einen coolen Dude. Bis ich seinen Pokédex-Eintrag gelesen habe. In der goldenen Edition steht nämlich geschrieben, lässt du dich von seinen eleganten, anmutigen und tanzartigen Tritten betören, wirst du vermöbelt. Was habe ich getan? Da ist dieses Pokémon, es tanzt mir was vor, ich mag das, was es macht und weil ich es mag, werde ich geschlagen? Alter Dude, komm runter. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Entschuldige mal, aber was gibt das überhaupt für einen Sinn? Lässt du dich betören? Findest du es geil? Dann hau ich dir auf die Fresse, du Arschloch! Was ist das für eine Logik? Zudem ist euch mal aufgefallen, dass das Ganze per se keinen Sinn macht. Dieses Pokémon heißt Capoeira. Erinnernd an die tatsächlich bestehende Kampftanzart Capoeira. Der Kampftanz, der dafür bekannt ist, dass man um den Feind quasi herumtanzt
ohne ihn zu berühren. Das ist eigentlich die pazifistischste Art und Weise zu kämpfen. Oberste Regel: Treten, beißen, kratzen, schlagen, boxen, verhauen, vermöbeln verboten. Nicht mal berühren soll man den anderen dabei. Also Capoeira, du machst irgendwas falsch. Und wo wir gerade bei dem Thema nicht berühren sind, erinnere ich mich doch glatt an den Pokédex-Eintrag von Makago aus der blattgrünen Edition. Das Haus auf seinem Rücken ist ausgehärtete Haut. Es zerbricht schon bei der geringsten Berührung. Da ist das Pokémon ja gut für Kämpfe geeignet, wenn es bei jeder kleinsten Berührung schon kaputt geht. Ich meine, Leute, kommt, so ein bisschen übertrieben ist das schon, oder? Die erfinden ein Pokémon, das bei jeder kleinsten Berührung zerbricht. Ja, dann ist ja sowas wie Tackle oder schon gleich eine K.O.-Attacke für das Viech. Ich meine, das Haus steht zwar auf lebendiger Lava mit 2 Quadrillionen Grad, aber jede kleinste Berührung ist tödlich. Okay, da hat Psyana ja nochmal richtig Schwein gehabt, dass es auch ohne Berührung Makagos Gedanken lesen kann. Zitat aus Pokédex-Eintrag Y: Die Haare seines Fells sind so feinfühlig, dass es am Wind ablesen kann, was seine Gegner denken. Was? Beim ersten Mal lesen fühlte es sich tatsächlich so ein bisschen an, als hätte man da 2 Pokédex-Einträge irgendwie vermischt. Die Haare sind so feinfühlig, dass es am Wind ablesen kann, was der Gegner denkt. Was? Okay, dass dieses Ding Psyche ist, völlig verständlich. Aber wie zusammengewürfelt und weit hergeholt klingt das denn bitte? Ich habe so sanftes Haar. Ich lese im Wind, was du denkst. Sitzen 2 Kühe auf dem Baum, stricken Atombomben, kommen Joghurt vorbei und sagt schönen Tag noch. Was? Wie unglaublich bescheuert ist das bitte? Gut, wenn man jetzt gesagt hätte, mit seinem dritten Auge erkennt es die Körpertemperatur, die Gedanken und den Gemütszustand seines Gegenübers. Okay. Aber am Wind ablesen, was der andere gerade denkt, das ist ja was? Muss da die Windrichtung stimmen, dass die Gedanken auf einen zufliegen, dass man Gegenwind hat oder was? Ich verstehe es nicht. Erklärt mir bitte. Ich war schwer verwirrt, als ich das gelesen habe. Fast genauso bei den Pokédex-Einträgen von Damirplex. Damirplex, goldene Edition. Sein gebogenes Geweih generiert via Luftveränderung einen Raum, in dem die Wirklichkeit verzerrt wird. What? Dude, du bist ein Normaltyp. Nicht so ein Psycho-Ding. Du bist ein Hirsch. Oder auch schön in der silbernen Edition. Der Anblick seines Geweihs lässt den Betrachter ohnmächtig werden und zu Boden sinken. Oh, kommt schon! Haben wir es mal langsam mit dieser ohnmächtig werden Scheiße? Das ist ein Hirsch! Kein Psychogespenst, kein Dämon, ein Hirsch! Wie stellen die sich das denn bitte vor? Du bist im Kampf, hast so einen Dummyplex und natürlich guckt man da auch auf das Geweih. Ist ja unübersehbar. Hält man dann immer in Ohnmacht, wenn man dieses Geweih ansieht? Auch wenn man noch Pokémon im Team hat, die kämpfen können? Ja, großartig. Das Einzige, was mich ohnmächtig werden lassen würde, sind die Hamsterbacken dieses Viechs. Vor Totlachen. Gut, zumindest sieht es nicht so peinlich aus wie Koniowild, aber wir schwingen zu weit aus. Und wo wir gerade beim Thema Schwingen sind, legendäres Pokémon, silberne Generation, Lugia. Eines der krassesten legendären Pokémon, wie ich finde. Sieht unfassbar geil aus, ist ultra stark. Aber auch ein legendäres Pokémon bleibt einem absurden Pokédex-Eintrag nicht verschont. Lugia, Diamant, Perl und Platin-Edition. Schwingt es seine Flügel, entsteht ein Sturm, der 40 Tage dauert. Und jetzt überlegt mal selber, Nintendo. Genanntes Szenario, wenn man einfach nur von A nach B fliegen möchte, auf einem Lugia. Jedes Mal, wenn es seine Flügel schwingt, was es beim Fliegen ja tut, entsteht ein Sturm von 40 Tagen. Und ich weiß nicht, wieso mir gerade folgendes Bild durch den Kopf schießt. Das aktuelle Programm für eine Eilmeldung. Wieder einmal ist es dem 10-jährigen kleinen Pisser aus Neuborkia zu verdanken, dass wir einen 40-tägigen Sturm in unserem Land wüten haben. Und einer Snorra erst für nötig hielt, mit seinem Lugia von Azalea nach Dukatia City zu fliegen. Und wenn der 10-jährige Junge dann in Dukatia City angekommen ist und denkt, oh scheiße, ich habe in Azalea City was vergessen, fliegen wir doch mal zurück, sind es 2 ganze Stürme, die 40 Tage dauern. Der Junge könnte mit einmal hin und her fliegen, seine ganze Region auslöschen. Und überhaupt 40 Tage, habt ihr eine Ahnung, wie lang 40
42 Tage sind es 1,5 Monate fast. Welches Viech kann bitte so krass mit seinen Flügeln schlagen, dass 40 Tage ein Sturm entsteht? Da fand ich Taubos mit seinen Macht 2 ja fast logischer. Aber nein, Nintendo, tut mir leid. Ihr habt wieder einmal verkackt. So, meine lieben Freunde, das war der zweite Teil von den absurdesten Pokédex-Einträgen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen oder eure Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr sämtliche Links wie meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, Instagram-Account und meinen Snapchat-Namen, wo ihr mich sehr gerne adden dürft. Das war's wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao!